Moin zusammen und herzlich willkommen zum Arcade auf dem Jahrmarkt. Jawohl. So, das hier hat leider nichts gebracht. Da liegt nichts auf den Sitzen. Wie komme ich denn hier jetzt wieder raus? Hätte ich hier am Ende gar nicht sein dürfen. Da, nee, ich will mich da mal durchzwängen. So, hallo. Nee, ich habe nicht den Eintritt erschlichen. Okay. Also, was können wir weitermachen? Das Einzige, was noch läuft, wäre hier, ne? Da, wo wir dieses Motorengeräusch hören. Ist denn hier? Ja, es gab Dinge. Lalala. Okay. Lass mich mal gucken, ob wir in der Miniaturansicht da irgendwas machen können. So, halt. Der ist hier. Guck mal, da ist so ein Motor. Da kann ich was machen. Was ist da jetzt passiert? Oh. Es öffnet sich. Okay, dann mal schnell zurück. Okay. Es hat sich geöffnet. Cool. Ja. Zack. So, juhu. Jetzt sind wir hier hinter den Kulissen. Das haben wir... Nee, den anderen haben wir da geöffnet, ne? Ja, genau. Okay. So, was haben wir denn da? Hier ist... Was ist das? Oh, you want to try this fortune-telling machine? I don't know. What, you don't like these? I'm not superstitious, but... If I get a bad fortune, I feel like it's some kind of doomed, self-fulfilling prophecy. These things don't give bad fortunes. Not necessarily. When I was a kid, one of those things told me my pet turtle Pinky would die. Yes. And she did. Well, unfortunately, aww, that is part of the turtle life cycle. They do die. It was a Galapagos turtle. No, it wasn't. No, but she did die a few days later. Okay, aww, we don't have to do it. No. Just because I don't want to do it doesn't mean you shouldn't. Go for it. Okay. What does it say? Nothing. Oh. Michael? I guess they do give bad fortune sometimes. Huh. Yeah, you were right. Was? Oh nein. Ach, das ist ja... Ach, Menno. Dürfen das die Dinger? Machen die das echt? Du wirst sterben. So. Oder was ist das? Ein Schlüssel. Wir bekommen einen Schlüssel. Ah. Okay. Das ist aber fies. Was? In der Hand gehalten haben wir das erste Mal auf dem Riesenrad. Vielleicht etwas kitschig. Wieso? Aber das ist doch voll schön. Das ist... Ach, ich mag sowas. Weil das einfach so... Ne? Da hatten wir beim letzten Mal schon so Kind. Oh. Was? Aber es war windig und die Gondel wackelte und wir hielten einander fest. Ja, dafür ist das prima. Das ist jedenfalls besser als im Kino den Arm ausstrecken, ein Gen vortäuschen und, ne? So. Kommt hier denn noch was? Noch eine Erinnerung? Oder ein Stück der Geschichte? Ja, sieht nicht so aus. Okay, gehen wir mal zurück. So, wofür können wir das benutzen? Es war doch eine Tür noch abgeschlossen. Welche war denn das? War das? Nee, da war das nicht. Das war auf der Seite, ne? Ich glaube, das war hier. Ist das das hier? Lass mal probieren. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Doch, jetzt. Okay. Yeah! So. Genau, hier ist... was? I thought our first kiss... Wasn't that far behind? Oh, na, na, na. Hier ist ein... ja. Oh, warte mal. Brauchen wir dafür den... Nee, halt, hier geht's auch runter. Okay. Ja, guck mal. Aber um darüber zu kommen, vielleicht brauchen wir hier den Schlüssel. Nee, nicht den Schlüssel. Vielleicht brauchen wir hier den Würfel. Kein Aufzug. Da geht's nur wieder hoch. Wasn't that far behind? Ach so, dies nicht lange auf sich warten, heißt das übersetzt. Okay. Was haben wir hier? Nix. Wir müssen oben hin, ne? Wir müssen versuchen, irgendwie oben hinzukommen. Okay, dann würde ich erstmal den Würfel holen. Und den hier reinsetzen. Dafür war der also die ganze Zeit gedacht, ha? So, okay. Moment, der ist hier. Okay, und wir sind ja zufällig auch schon... Der reicht nicht. Ah, das ist jetzt aber blöd. Der reicht nicht. Vielleicht müssen wir ihn nochmal vergrößern? Fragezeichen.
Nee, wir können ihn ja nur verkleinern, ne? Okay. Nee, halt, warte, ich möchte ihn ablegen. Wusch. Jawohl. Oh, warte. Ach so, ja, natürlich. Wir haben ja noch den Schlüssel. Zack. So, den Schlüssel. Die Tür schließt sich nicht. Das ist super. Passt der hier rüber? Okay, das ist jetzt ein bisschen... Aber das könnte funktionieren, ne? So. Ja, bisschen frickelig, aber es geht. Ja, tatsächlich. Guck mal, der war tatsächlich dafür gedacht. Okay, 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 okay. Gut, haben wir's. And here it is. Wow, this place is great. Isn't it? What do you call it? Just the secret spot, I guess. I've walked past here a million times. I never knew this was here. I don't think anyone does. Wow, you can see the street from here. Yeah. They have no idea we're up here. You do know what the word secret means, right? Oh, come on. You don't think anyone knows about this? No, I put that little guardian owl in. Oh, so he keeps it safe? No, dude, he's made of wood. I just think he'd be gone or vandalized if anyone else had been here. I really think I'm the only one who knows. Well, no, two people know. Oh. I've never shown this place to anyone, Michael. You're the first. I won't tell anyone. Promise? Pinky promise. Oh, die Geschichte zwischen den beiden ist so süß. Oh, ach mei. Guck mal, aber das ist wirklich schön hier. Oh, die Eule. Ja, okay. Ja. Ja, Mensch, haben wir das auch entdeckt. Aber was, warum? Ich meine, die Geschichte ist wunderschön. Aber was sollten wir hier? Jetzt, um in dem Spiel weiterzukommen, ne? Ihr wisst schon. So, oh, hier komme ich doch. Okay. Hat sich denn da unten jetzt irgendwas getan? Nee. Hä? Okay, und was nun? Ich gehe da nochmal runter, mal gucken, was, ob da irgendwas geändert wurde. Vielleicht hier unten drunter? Nee. Da drüben auch nicht. Aber da ging es doch noch weiter. Lass uns mal auf der, in dem Modell gucken. Ich meine, hier ging es noch weiter. Oh. Okay, I need to run to work. You've got the address for tonight? Yeah. When should I get there? Well, my roommates are kicking things off at 7, but my shift isn't done till 9. But if Aaron shows up, I can get out at... So, what time should I get there? Get there when you get there. If I'm not there, just introduce yourself. Great. I'll see you then. Okay. Hier ist auch noch eine Tür. Da kommen wir nicht ran. Da ist auch noch eine Tür. Was ist jetzt da gerade passiert? Das ist irgendeine Party-Location, ne? Okay, es ist eine Party-Location. Gut. Warte mal. Hey. Wie komme ich da hoch? Was ist das hier? Weiß ich nicht. Noch nicht. Da kommen wir überall nicht rein. Diese Tür sieht anders aus. Nein, kommen wir aber auch nicht rein. Da drüben dasselbe Bild. Okay, wir müssen wohl irgendwas... Ich möchte es jetzt mal ausprobieren, ob wir da mit dem... Da? Nee. Ich müsste es jetzt mal ausprobieren, ob wir mit dem Schlüssel, mit dem Würfel da weiterkommen. Kann ich da irgendwas bewegen? Nee. Aber der Würfel dürfte auch hierfür zu klein sein, gell? Ich gebe die Sache mit dem Würfel nicht auf. Merkt das schon, ne? Wo ist der Würfel? Da hinten ist der Würfel. Irgendwofür wird er doch ein Nutze sein. So, komm mal her, Buddy. Wir setzen dich jetzt mal... Nee, das bringt überhaupt nichts. Habe ich da was übersehen? Garantiert, ne? Kann ich euch da runterdrücken? Nein, kann ich nicht. Aber den da drauf setzen geht auch nicht. Busch. Wie komme ich denn an das Haus daran? Müssen wir erneut einen Übergang schaffen mit dem Schlüssel? Zeig mal. Okay, so. Warte mal, wie war das so drehen, ne? Ja, und... Ach, jetzt hatte ich es gerade.
So, noch ein bisschen weiter. Und jetzt loslassen. Okay. Könnte funktionieren. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Nee, lass mal gucken, was da unten war. Wusch. Hier ist gar nichts. Hier ist eine Wand. Hatte ich die in dem Modell einreißen können? Wir gehen erstmal zur Party, ne? Da scheint ja einiges los zu sein. So. Hallo, guten Tag. Ich bin der Neue. Ding dong. Oh nee, hier brauchen wir den Schlüssel. Okay, und jetzt? Ich brauche den Schlüssel, um hier rüber zu kommen. Aber ich brauche den Schlüssel auch, um da in die Putze zu kommen. Hä? Wie soll das denn gehen? Aber wieso? Ich bin doch fremd hier, ne? Ich bin doch Gast hier. Müsste ich nicht Ding-Dong machen? Oder irgendwo klopfen? Offensichtlich nicht. Busch. Tja. Also dann, wenn das so ist. Ich könnte auch den Würfel da hinsetzen. Nee, das bringt nichts, ne? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir den Schlüssel. So viel steht schon mal fest. Der ist hier fehl am Platze. Den nehme ich mal und platziere ihn irgendwie hier so. So, damit er klein genug wird. So, okay. Den haben wir schon mal. Den haben wir schon mal. Geht das? Ne, komme ich nicht nah genug ran. Hüpf. Schade. Wird ein Gegenstand über längere Strecken mitgenommen, kannst du durch Drücken von näher bei dir tragen und damit dich damit zumindest schneller bewegen. Okay. Ja, jetzt habe ich ihn abgelegt, ne? Toll. Okay, das war keine gute Idee. Nimm ihn. Wo ist er? Da ist er. Ich komme gar nicht mehr ran. Na, fantastisch. Er ist in die Ritze gerutscht. Oh nein, ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Lalalala. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Tut mir very sorry. Hier wird er nicht angezeigt. Also, mal, probieren wir mal. So, okay. Dann müsste ich ja da draufsteigen können. Vielleicht. Hüpf. Okay, ich bin drauf. Wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist weg. Wo ist der Schlüssel hin? Da ist der Schlüssel hin. Er ist runtergefallen. Okay, gut. Hab ihn. Jawohl. So. Wenn ich jetzt da oben drauf steige, kann ich ihn weiter wegbringen. So, ein bisschen an den Rand. Geht das? Warte mal, so. Nee, es reicht nicht bis an die Tür hin ran. Okay, da oben hochklettern könnte ich auch nicht. Wo mag der? Wie kriege ich das jetzt hin? Ich versuche mal, ob ich diese Wand dort einbrechen kann. So. Den Schlüssel platzieren wir erstmal hier. Da liegt er ganz wunderbar. So. Mit dem. Nee, da komme ich gar nicht tiefer. Nee, das kann nicht sein. Ich komme nicht tiefer runter. Da oben drauf wohl kaum, ne? Wird das jetzt nötig, diese Sache hier mit den Würfel hier in der Ecke platzieren? Nee, warte noch nicht ganz. So. Jetzt wird das nötig. Halt, warte mal, ich kann den. Kann ich den Würfel nicht noch weiter vergrößern? Nee, das geht nicht, ne? Nee, das funktioniert nicht. Ich kann ihn nur verkleinern. Das funktioniert schon. Oh, warte. So. Hier auf der Rückseite. Warte mal, gibt es da eine Möglichkeit? Jetzt hänge ich hier fest. Ich dachte erst, den hier zu platzieren. Das ist auch okay, aber da kommen wir auf den Würfel ja nicht drauf. So, irgendwie. Ja, das ist ganz cool, aber so kommen wir nicht auf den Würfel drauf, ne? Nee, wie sollte ich da hochklettern?
Und nehmen kann ich ihn sowieso nicht. Also noch mehr vergrößern können wir nicht. Sonst hätten wir ihn zweimal vergrößern können, Mister. Hier komme ich auch nicht ran. Okay. Also Schlüssel tun wir mal so, als sei der so in Ordnung. Halt, ablegen. Und jetzt? Tja. Ach, warte mal. Moment. Moment, ich komme zwar von hier aus nicht an die Tür, aber komme ich dann von hier aus an die Tür? So, das geht. Ah, guck. Ja. Ach, das ist ja raffiniert. Okay. So, jetzt nehmen wir den Schlüssel wieder zurück. Ja, komm mal näher ran. Legen den nach draußen. So, dann können wir ihn... Ja, da liegt so gut. Dann können wir ihn von hier aus aufnehmen, hoffentlich. Da. Nee, wo ist er denn? Wo ist er denn? Okay, nehmen wir ihn nochmal. Ich lege ihn mal hier hin. So, hier werde ich ihn besser finden, oder? Ja, nee, doch. Ach nee, ich kann ihn nicht weiter verkleinern. Das da liegt es. So verkleine ich ihn ja. Aber wenn ich ihn jetzt hier hinlege, so, dann ist er hier in größer. Ja, so rum funktioniert es. Alles klar. Okay. So, und jetzt, warte mal, wie ging das drehen? So. Genau, ein bisschen weiter weg und jetzt da drauf. Yeah. Aber hallo, genau, passend. Juhu! Party! Laute Partymusik spielen. Yeah, yeah. Here you are. Hi. How long have you been here? I was just about to ask you the same. Who are you talking to? One of your friends, tall, pale, heavy eyeliner. Guy or girl? Girl. Oh, Anne. She's not my friend. She's a friend of a friend. But still a friend. Oh, yeah. Love her. But I want to introduce you to my really close friends. Well, Anne gave me a whirlwind tour of introductions already. Oh? Yeah, and they all knew who I was. Oh. Yeah, I am, quote-unquote, Kenzie's bestie. Your roommate Tom actually insisted that I have been your co-worker for 2 years. Oh my god, Michael, I'm so sorry. That's so embarrassing. Kenzie, I am not good with... Can we go somewhere to talk? Yeah, my room's down here. You know, I'm not good with things like making moves or whatever, but I didn't think that... We're not just friends, are we? Michael, look, I'm not good with making moves either. I mean, I'm way better than you, but these last couple weeks, honestly, I feel like I'm in a dream pretty much the entire time I'm around you. And no, we're not just friends. Oh, sie finden sich. Oh, die Tore. Unser erstes gemeinsames Jahr war monumental. Es wäre leicht, das naive Hoffnung zuzuschreiben. Hoffnungen. Oh. Oder zu behaupten, es habe sich so angefühlt, nur weil es neu war. Aber selbst heute habe ich das Gefühl, dass das, was wir damals hatten, etwas Besonderes war. Oh. Oh. Wir sind an einem Strand. Ja, okay, wir sind gewissermaßen an einem Strand. Okay, wir sehen uns erstmal um. Ne? Mal gucken, was hier so los ist. Da geht's irgendwo hin. Party. Ach hier, guck mal. Voll gut. Ja. Was ist denn das hier? Das sieht merkwürdig aus. Okay. So, da auch noch. Gut. Hier kommen wir nicht rein. Na schön. Probieren wir es erstmal woanders. Da kommen wir auch nicht rein. Hier fehlt ein Schlüssel. Was sind das hier für Dinger? Weiß ich nicht. Hier fehlt jedenfalls ein kreuzförmiger Schlüssel. Okay, hier kommen wir her. Ach, guck mal. Ich treffe nicht. You paused? Was?
You pass by a man at the beach selling quartz and garnet palm stones. Okay, also ihr habt bei einem Mann angehalten, der am Strand Quarz und was ist garnet palm stones? Also der irgendwelche Kristalle verkauft hat. I thought you didn't go in for that kind of thing. Hm. You just smiled. Ich hab nicht gedacht, dass du solche Sachen magst und du hast nur gelächelt. No. So, wir können das Ding mitnehmen. Ja, wieso auch nicht? Guck mal, wir sind auf der... Kommt das hier dran? Es kommt da dran. Ah, und dann öffnet sich die Tür. Ah, okay. Kommen wir denn jetzt... Warte mal, kommen wir näher ran? Aber hier oben kommt immer noch nicht rein, ne? Irgendwas Wichtiges scheint hier noch zu sein. Haben wir hier auch sowas Rosanes? Ich weiß es nicht. Nee. Da ist nichts Rosanes. Da ist nichts Rosanes. Okay. So. Was machen wir damit? Guck mal, die Szenerie hat sich komplett verändert. Warte mal. Ich leg die mal hier ab. Nee. So. Ablegen. Genau. Okay, lass uns erstmal umherwandeln, um zu gucken, was hier los ist. Es sieht aus wie ein Bazar, der Eingang zu einem Bazar, ne? Cool. Oh. Was haben wir da? Okay. Noch mehr von diesen Gebäuden. Kommt es hier auf die Farbe an? Welche Farbe hatte der Kristall? Der war auch rosa. Na, guck mal, da ist grün, hier ist blau, da ist dieses Pink. Was sagt denn das hier? Ja, können wir die nehmen? Nee, ist zu weit weg. Okay. Aber vielleicht sollten wir auch das Original holen. Schön ist es hier. Schön. Ach, das finde ich klasse. So, wo ist der? Wo habe ich hier hingelegt? Hilfe? Ach da, da ist er doch. Okay, take it. Mal gucken, reicht es, den da dran zu halten oder so? Geht das? Ja, das geht. Ah, okay, aber ich muss ihn in der Hand behalten, es sei denn, ich lege ihn hier ab. Nee, ich muss ihn tatsächlich in der Hand behalten, sonst funktioniert das nicht. Hm, wo sind wir denn hier? Oh, guck mal, Gitarre und so. Ich lege ihn erstmal hier ab. Wir können ja gleich noch holen. Das ist Kunst. Das ist schön. Das sieht gemütlich aus. Was haben wir hier? Wir haben Dinge und Orte gezeichnet. Beides. Reale und imaginäre. Hm. Und hier geht es noch irgendwo raus. Was steht da? Exotische Orte. Idyllische Reiseziele. Oh, ich finde das so süß, die beiden. Hier, guck mal mit diesem kleinen Garten hier hinten. Ach, wie schön. Oh, hier im Sommer liegen, einen Eistee in der Hand oder ein kleines Picknick veranstalten. Schön. Und hier geht's hoch. Was machen wir denn hier? Jede Tür war uns geöffnet. Wir mussten nur auswählen. Hier gibt es einen Mechanismus. Was macht der? Wir bekommen einen neuen Kristall. Ach was. Ach, okay. Wir bekommen auch einen blauen Kristall. Schön. Damit kommen wir in das blaue Gebäude hinein. Oder blaue irgendwas. Oh, doch, kann ich mitnehmen. Aber hier, den müssen wir erstmal hier rauskriegen, ne? Hehe, ja. So funktioniert das nicht. Okay, kann ich ihn irgendwo über die Brüstung schmeißen? Hier hinten sind wir noch nicht gewesen. Nee. Okay, ich würde es da hinten nochmal probieren. Vielleicht gibt es da, jede Tür war uns geöffnet. Nee, das bringt gar nichts. Nee. Kann ich ihn hier, ich kann ihn nicht aus dem Fenster werfen. Ich kann auch kein Fenster öffnen. Okay, also irgendwie muss ich ihn jetzt rausbekommen. Ich nehme mal an, dass ich nur einen Kristall tragen darf, ne? Oder? Okay, ich lege ihn schon mal da ab.
So. Nee. Wenn ich den Kristall hier jetzt ablege, dann ist es... Nee, kann ich nicht. Okay, so, ich gehe raus. Oder ich muss zusehen, dass ich den Kristall... Ich muss den Kristall irgendwie platzieren, dass der hier durchfällt, wenn der... Na, komm schon. Wenn ich das öffne. Warte mal, so. Nee, nochmal. So. Und jetzt schubsen, ne? Schubsen ist nicht. Nee, schubsen geht nicht. Gibt's da nicht. Wie kriege ich den denn hier aus? Irgendwie muss ich ihn hier rausbekommen. Ah, warte mal, kann ich den Kristall hier vorlegen? So. Nee, bringt nichts. Oh, weil ich ihn auch falsch platziert habe. Okay, komm noch mal her. Komm zu mir. Komm zu Papa. Geht nicht auf die andere Seite. So. Okay, so. Jetzt platziere ich ihn mal hier. Nee, hä? Ist gar nicht so einfach. Bisschen mehr. So. Nee, guck mal, die Türen hören auf zu leuchten. Der Durchgang ist versperrt, sobald ich den loslasse. Wie kriege ich das denn hin? Muss ich den da irgendwo oben drauf klatschen oder so? Vielleicht geht es ja auch, wenn ich ihn verkleinere. Ne, so. Wenn ich ihn verkleinere. Oh, wo geht's denn hier noch hin? Guck mal. Hier könnten wir irgendwie raus oder so. Sehe ich das richtig? Scheint nicht so. Da sind wir rumgekommen. Nee, da ist keine Tür. Nee. Okay, wie wäre es denn, wenn ich ihn verkleinere? Komm zu mir. Okay, so. Das öffnet sich trotzdem. Nee, ich kann keine zwei Kristalle tragen. Was machen wir hier mit dir? Okay, lass mal gucken. Tja. Wie platziere ich dich hier, dass du umkippst, sobald die Barriere fort ist? So offensichtlich nicht. Okay. Werfen. Geht auch nicht. Jetzt kippt er um. Okay, so weit, so gut. Aber jetzt steht er wieder aufrecht, ne? Kann ich ihn auch drehen? Ja, bringt aber nichts. Ich kann ihm auch keinen Schubs geben. Wenn ich ihn da drauf stelle, geht das? Bringt das was? Nee, der bleibt einfach so stehen. Guck mal. Und umrennen kann ich ihn auch nicht. Ich muss irgendwo anders einen Weg rausfinden. Da oben nicht. Kann ich eins der Fenster öffnen? Nein. Ach, warte mal, ich bin so doof. Ach, ich bin so doof. Moment. Es ist doch ganz easy. Wir brauchen ihn nur einfach draußen platzieren. Dann kann ich ihn, aus dem Dings da abgreifen. Ne, ihr wisst schon. Hier. So. Dich legen wir mal hier ab. Jetzt kann ich ihn hier rausholen. Oh, das war so doof. Okay, du bleibst hier erstmal liegen. Wir sehen uns nach der blauen Tür um. Dort. Da ist eine blaue Tür. Da ist nämlich der grüne Kristall. Super. So, drin sind wir. Oh. Okay, was steht da? Wir haben in deinem Zimmer gezeichnet. Wir waren wie Katzen, die sich in der Sonne eilen und wir darüber sprachen, was wir dachten. Okay, das hier ist ein bisschen anders. Ach, wie schön. Wie schön. Ach, herrlich. So, aber hier kommen wir nur mit dem roten
Hinein, okay. Das heißt also, ich muss hier hinten. Nee, wie kriege ich das denn hin? Ich muss ja den roten hier irgendwie reinbekommen. Da oben geht es da irgendwo durch? Nee. Das ist hier auch nicht. Okay, ich muss den anderen Kristall irgendwie hier reinbekommen. Ich nehme nicht an, dass ich hier durchkomme. Nein, natürlich nicht. Okay, vielleicht finde ich da irgendwie einen Zugang. Ich lasse den Kristall schon mal hier. Den werden wir gleich brauchen. Und nehme stattdessen den Rosanenkristall. So, und den muss ich hier jetzt irgendwie hineinbekommen. Wo kriege ich das? Ich kann den natürlich draußen platzieren. Aber ich kann ja immer nur einen Kristall nehmen. Haben wir ja gerade herausgefunden. Okay, gibt es hier irgendeine Möglichkeit, den irgendwo... Ah, ich könnte den hier hinlegen, bringt uns aber nichts, ne? Ne, ich könnte den auch irgendwo runterrollen lassen. Hier oben könnte ich den runterrollen. Da oben könnte ich den runterrollen lassen. So, warte mal, kriege ich den da drauf? Ne, nochmal. So. Alter, ich drücke immer die falsche Taste. Wir haben nur zwei. So. Das könnte funktionieren. Jetzt brauche ich den blauen Kristall. Where is he? There it is. So, und damit öffne ich die Tür da oben. Und dann fällt er ins Gebäude hinein. Habt ihr das gehört? Ja, er ist da drin. Okay, alles klar. So, und von dort aus kommen wir dann vielleicht ein Stück weiter. Warte mal, hol ihn mal ran. Genau, so. Jetzt nehmen wir den und kommen damit hier heran. Ja. I think I love you. What? I think I love you. You think? Yeah, I mean, yeah. What do I say back? You can say, I love you too. Well, you didn't say I love you. You said, I think I love you. And you want me to just straight up say I love you back? You don't have to do anything. You are trapping me. I'm not trapping you. I'm expressing my feelings. With a qualification. Michael, I'm just saying that I think... You think. You think. What do you want me to say? You don't have to say anything. I don't want you to say something that you are not ready to say. But I do want to say it. Okay. I love you, Kenzie. I love you too, Michael. Oh. Oh, wie süß die beiden. Oh, wie süß die beiden sind. Oh. Ach ja. So. Aber ich hätte gern gewusst, wie wir das grüne Teilchen jetzt hier rausbekommen. Ach, ganz easy. Warte, halt, den brauchen wir gleich dort nochmal. So, ich lege den erstmal hier hin. Ganz easy, guckst du. So. Genau, zack. Den lege ich vor die Türe. Na? Okay, da stehst du gut. Und jetzt holen wir die... Halt, warte mal, wie kriege ich den... Moment. Wie kriege ich den jetzt da wieder raus? Ich möchte beide rauskriegen. Ich kann entweder den roten nehmen oder den blauen, aber nicht beide. So komme ich zum blauen und jetzt gebe ich mit dem blauen weiter, aber wenn ich den roten hier ablege, dann ist der... Den kann ich auch nicht schubsen, ne? Ne, den kann ich nicht schubsen. Da ist unten so eine Rimme, die das Schubsen verhindert. Kann ich den roten dann irgendwo platzieren, dass ich den auch wieder rausbuxiere, wie ich ihn reinbekommen habe? Da oben vermutlich nicht. Nee, dann geht das Ding direkt zu. Das zählt nicht. Okay.
Muss ich mir noch ausdenken. Gut, aber wisst ihr was? Das machen wir erst in der nächsten Folge. Vielen Augenblick. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss.